Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde hier von unserem Trader Floor. In Frankfurt, Bewegung in Frankfurt, ja, ein bisschen was, aber wir haben natürlich, gucken natürlich auf den reich gedeckten Thanksgiving-Tisch der Amerikaner heute. Die haben nämlich ihren schönen Vorweihnachtstag im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb ist die Bewegung natürlich heute am deutschen Aktienmarkt auch eher ein bisschen mau. Immerhin, wir haben eine Erholung. Wir sehen das ja im Positiven auch von den gestrigen Tiefs, 15.765 beim DAX. Runde 200 Punkte in der Spitze ging es nach oben. Jetzt sind wir so bei 15.920 Punkten. Rausragend momentan, jene Optik, die Aktie hat, in der Spitze auch 9% zugelegt. Da gab es eine positive Meldung für das Unternehmen. Insofern auch ein bisschen Bewegung am deutschen Aktienmarkt, aber eben nicht viel. Die Verlierer von gestern werden heute ein bisschen eingesammelt. Und man sucht sich natürlich auch schon die Favoriten für die Jahresendrallye. Morgen ist der US-Markt ein bisschen geöffnet. Dann wird es sicherlich wieder ein bisschen mehr Bewegung geben. Aber eigentlich ist die kommende Woche mit dem Ende des Novembers und dem Übergang zum Dezember viel spannender. Und Dezember und Januar, das wird auch das Thema unserer Sendung heute sein, Zertifikate Trade des Tages. Viel spannender sind die Währungsbereiche. Man sieht ja, was beim Euro-Dollar momentan los ist, dass der nach unten durchgereicht wird. Sehr positiv für die europäischen Aktienbörsen, denn eine schwache Währung ist immer ein guter Katalysator für die Unternehmensgewinne, vor allem für die, die stark im Ausland aktiv sind. Das sind die meisten starken europäischen Unternehmen, die hier praktisch eine Entlastung von den hohen Rohstoffpreisen sehen können. Und wir sehen eben auch deshalb viel Bewegung in den Währungsbereichen, weil zum Jahreswechsel eben viele Operationen, also Austausch bei den Aktien stattfindet. Das heißt, wird Transferierungen zwischen den Währungen vorgenommen und da, wo gerade der Trend hingeht und der geht gerade zum Dollar, da wird halt auch viel passieren. Unser Thema ist allerdings natürlich dann mehr auf die Kryptowährungen im Schwerpunkt und wir schauen uns natürlich in dem Zusammenhang jetzt erstmal den Bitcoin an. Der Bitcoin hat seine Korrektur hier von $67.000 um runde $10.000 nach unten scheinbar etwas gebremst. Das sieht so aus in diesem Chart hier, als wenn der Bitcoin schon bei diesem Bereich 57.555 ungefähr einen kleinen Boden bildet. Ob das so ist, wird sich natürlich erst zum einen zum Ende der Woche zeigen in den Wochenkerzen. Zum anderen wird sich das dann natürlich mit der Eröffnung des neuen Monats zeigen, ob hier dann ein Aufwärtsimpuls stattfinden wird. Also diese Korrektur, die wir hier gesehen haben, dann von einer Rallye wieder abgelöst wird. Zumindest in den starken Kryptowährungsjahren, nämlich im letzten Jahr und 2017, 18 war das so, dass wir Dezember und Januar starke Bewegungen im Bitcoin nach oben und in den Kryptowährungen allgemein gesehen haben. Und was uns natürlich daneben interessiert ist, welche Aktien profitieren denn davon? Entschuldigung, wir haben hier uns die Aktie von Coinbase rausgesucht, die natürlich nicht großartig anders aussieht als das Basisinstrument, auf das von der Coinbase profitiert. Das ist ja eine Krypto-Plattform, die größte in den USA. Und natürlich haben die profitiert von der Krypto-Rallye hier. Das sieht man ja ungefähr von $220 auf $370 gestiegen. Die Aktie also mehr als 50% zugelegt. Und dann gab es hier jetzt erstmal eine Korrektur, die, wenn man sie sich von der Struktur anschaut, relativ sanft verläuft. Also da ist nicht irgendwie ein brutaler Abverkauf, sondern eher so ein bisschen smooth, wie das Ganze läuft, also weich wieder auf diese Unterstützungszone. Und das ist eigentlich für uns interessant, soweit für die Charts, weil wir denken uns nämlich, wenn die Kryptowährungen jetzt hier tatsächlich Dezember, Januar wieder stärker anziehen, dann dürfte natürlich eine Kryptowährungsplattform am meisten mit davon profitieren, in dem Fall halt Coinbase. Und wir haben uns ein Produkt rausgesucht. Das ist ein Turbo Bull Zertifikat auf Coinbase mit der Kennnummer MA9KVY. Das Ganze hat einen Hebel von 3,99, also schon ordentlich was dahinter. Und Knockout-Schwelle ist 240,83 US-Dollar. Wir werden uns also heute Nachmittag in unserer Sendung um 14.15 Uhr mit den Kryptowährungen und natürlich der Coinbase, vielleicht auch der MicroStrategy-Aktie ein bisschen näher beschäftigen. Wo sind die, in welchem Zyklus sind die jetzt interessant? Wo sind Unterstützung und vor allem, wo sind die nächsten Kursziele?
wenn diese Aktien dann nach oben mit den Kryptowährungen durchziehen. Dann wird es nämlich wirklich sehr, sehr spannend. Also seid dabei heute Nachmittag 14.15 Uhr, Zertifikate Trade des Tages. Registriert euch unter heavytraders.live und wir freuen uns natürlich auf euch, wenn ihr dann dabei seid. Also bis dann. Mein Name ist Blasius Kiss und ich bin Rohstoffhändler bei Heavy Traders. Analysiere Charts, handle die Märkte und dokumentiere deine Trades als Händler im Heavy Traders Livestream. Du hast Trading- und Börsenerfahrung und möchtest auch Teil des Teams werden? Bewirb dich jetzt bei Heavy Traders.